Der putzt nie Zähne übrigens. Das ist absolute Lüge. Mir wurde zugetragen, dass du gerne mal mit einem Bierchen feierst. Ist das so? Ja. Ein bisschen kleine Oberschenkel, so noch ein bisschen wachsen. Julian Guttau, Moritz Schröter und Joel Schwarz. Blue Box, präsentiert von Die Bayerische. Wir freuen uns heute natürlich, dass die Abteilung Attacke heute hier auf der Couch sitzt. Ich würde jetzt einfach mal so frech die These aufstellen, wenn man im Angriff spielt, dann hat man doch auch ständig das Thema so ein bisschen Rivalität im Vordergrund, weil ich denke, als Stürmer, vielleicht auch als Mittelstürmer, muss man ja auch ab und zu mal ein bisschen egoistisch sein, oder? Ist das so? Ich denke, dass ein Stürmer sowieso ein bisschen Egoismus haben muss. Weil ja, wenn er Tore schießen will, dann da muss er egoistisch sein. Zwar auch mal einen auflegen, aber wahrscheinlich auch gerne selber machen, oder Moritz? Ja, natürlich. Also man versucht natürlich so gut wie es geht, so gut wie möglich die Bälle zu spielen. Im besten Fall natürlich auch da selber zu stehen, wo man am Ende des Tages so abdrücken kann, dass man vielleicht sich selber auf der Scorerliste einträgt. Und ja, ich denke, das ist von jedem das Ziel von uns dreien. Der eine in Magdeburg groß geworden, der andere in Halle. Auch da gibt es wahrscheinlich eine gesunde Rivalität, oder? Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist gerade bekannt für Halle-Magdeburg. Ja, da wird immer sich drum gestritten, wer ist der bessere, größere Verein. So, da gab es auch immer diese Nicklichkeiten unter den Spielern. So. Ich glaube, das haben wir beide immer noch jetzt. Machen wir immer ein paar Späße drüber. Aber ihr zieht euch gegenseitig hier immer ein bisschen auf, oder wie? Wird immer gefrotzelt? Ja, immer mal, ja. Ab und zu. Gibt ein paar Sprüche immer mal. Ja. Meistens ist das ja auf meiner Seite dann. Ja, also, okay. Oder also meistens bin ich derjenige, der dann ein bisschen besser aussieht, sagen wir mal so. Das ist Quatsch. Aber ich meine, was euch alle drei eint, ihr seid im Sommer alle von anderen Vereinen hier nach München gewechselt, seid jetzt auch alle nicht aus Bayern, deswegen glaube ich, ist es schon nochmal ein bisschen eine Distanz schon eingelebt hier, so ein bisschen. Oder konnte man sich schon ein bisschen Land und Leute anschauen hier, die Bayern? Ja, für mich ist es okay. München, große Stadt. Ich muss sagen, persönlich bin ich nicht so viel draußen. Ich mache, was ich machen muss hier am Trainingsgelände und dann gehe ich auch ruhig wieder nach Hause. Wie ist es bei euch? Ja, bei mir hat es eine Weile gedauert, um was zu finden, was das Zuhause anbetrifft. Okay. Mit zwei Hunden nicht immer ganz so einfach hier in München, habe ich festgestellt. An sich, ich mag die Umgebung sehr, die Stadt jetzt nicht ganz so, weil mir ein bisschen zu viel los ist. Und okay. Wenn man für 10 Kilometer eine Dreiviertelstunde braucht, da kriege ich eher Aggression, anstatt ich mich daran erfreuen kann, in München zu sein. Obwohl München natürlich auch sehr, sehr schön ist, muss man sagen. Trotzdem zieht es mich eher ein Stück weiter immer raus und da, wo ich mit den Hunden ein bisschen meine Runden drehen kann. Und ja, gerade auch die Nähe zu Österreich finde ich echt sehr cool und ich mag es hier unten. Ja, bei mir auch. Also ich habe relativ zeitnah eine Wohnung gefunden, auch ein bisschen außerhalb. Also Mietpreise in München schon nicht ganz so cool. Für mich ist das immer ganz wichtig. So in der Mannschaft habe ich mich von Tag 1 eigentlich wohlgefühlt. So, das war kein Problem. Für mich ist ganz wichtig, dann so meine eigenen 4 Wände zu haben. Weil so, ich bin kein Hotelmensch. Manche kennen das, manche nicht. Ich bin kein Mensch, der das kann. Moritz kann vielleicht ein bisschen mehr erzählen, da ist immer noch im Hotel gerade. Aber ich bin nicht so ein Typ und da ist ganz wichtig für mich, dass ich, wie gesagt, so einen Rückzugsort habe. Ja. Und sonst von der Stadt. Ich bin auch nicht jemand, der viel rausgeht. Klar, so mal Mittagessen oder so mit den Mitspielern, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt keiner, der jetzt dreimal die Woche in die Stadt muss. So, deswegen bin ich auch ein bisschen weiter draußen und für mich auch entspannt, da habe ich meine Ruhe. Ja, ich denke, also sowohl die Stadt als auch das Umland hat ja hier einiges zu bieten. Wir wollen mal schauen, wie gut ihr hier schon angekommen seid und eure Mannschaftskollegen kennt. Wir haben ein kleines Emoji-Spiel vorbereitet. Das ist relativ tricky. Wir haben hier 4 Emojis. Und ich würde euch mal fragen, wer könnte das sein? Ich kann natürlich ein paar Hilfestellungen geben, das aber Zebra könnte aber auch wegen den beiden Duisburgern. Haare ab. Malern frei, glaube ich. Nee, geht auch nicht. Ich weiß nicht, was soll das sein? Das ist eine Kapsel, oder? Ja, aber. Naja. Der Zebra, das könnte. Also die ersten beiden sind für mich eigentlich Money. Keine Haare und Zebra, Afrika. Ja, okay, ja. Aber was soll das bedeuten, dass das dann dieses Wert? Hat mit Bayer Leverkusen gespielt. Ach, Kapsel. Ja. Stimmt. Ach so. Bayer Leverkusen. Ja, da war ich niemals und das Kreuz? Ihr wart schon auf dem richtigen Weg. Mal und frei. Frei. Ja. Und war. Naja, an dich da. Wir machen erst nochmal den hier. Ein grünes Herz. Grünes Herz. Ja, grünes Herz. Ich hatte irgendwie Jazz verlaut im Kopf. Aber weil? Ich das jetzt, Löwe ist jetzt aktuell. Oder dann, Löwenmähne. Ja, das grüne Herz bei Bremen.
Vater, sein Vater und Sohn. Hat in München gespielt. Und dann immer sein Mathe, sein Zeug, was er vom Spiel trägt. Ja. Okay. Gut. Nicht schlecht? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Ist tatsächlich der Captain Jesse. Und schauen wir mal, ob er dir noch rauskriegt. Ich hätte also keinen. Diamant ins Schwarze treffen. Gläubig. Jupp. Und Krankenwagen. Ja. Genau. Okay. Hast du überlegt? Schwarze, aber für mich, also Diamanten. Also ja, Diamant, okay. Das hier hätte ich gesagt. Ja. Aber Rotterdam, diese, hätte man Rotterdam statt der Diamanten. Ach so, okay, ja. Das wusste Vollblutstürmer, ich immer auf die 12. Ja. Statt sehr der gläubiger Diamanten Mensch und leider aktuell verletzt. Ja. Aber weil du es vorhin gerade erwähnt hast, du bist noch im Hotel, hast noch nichts gefunden? Nee, ich war. Oder, also morgen, oder warst du lange im Hotel? Ja, morgens quasi Umzug. Oh, ja dann. Ja, wir haben, waren vorhin bei Ikea mal gewesen. Ein, zwei Sachen geholt und jetzt ab morgen geht es dann raus aus dem Hotel. Hat lange genug gedauert, aber klar. Wie gesagt, es ist halt immer wichtig, dass man was hat, wo man sich wohlfühlt, denke ich. Und klar. Es hat jetzt eine Weile gedauert und ja, freue mich aber jetzt trotzdem drauf, dass es endlich losgeht. Aber du warst ja auch in Dresden, auch ein Riesenverein mit einer riesen Fanbase. Kann man es vergleichen oder nicht? Ja, auf eine gewisse Art und Weise denke ich schon. Auch Rostock zähle ich mit dazu, weil klar, Rostock logisch, an sich. Logisch. Ja, doch auch durch die Bundesliga-Zeiten noch extrem gezerrt hat und gerade auch, wo jetzt der sportliche Erfolg wiedergekommen ist, ja, wirklich gefühlt. Also, man ist bis Berlin runtergefahren, da waren die Hansa-Graffitis an den Wänden noch gewesen. Ja, man kann schon ein Stück weit vergleichen, ja, aber ich würde sagen, hier ist es trotzdem noch mal ein bisschen wilder. Okay. Was das Ganze drumherum um den Fußball angeht, ist schon sehr speziell, ja. Mir wurde zugetragen, dass du nach gewonnenen Spielen oder nach einem Torerfolg gerne mal mit einem Bierchen feierst, ist das so? Ja, absolut, das gehört für mich dazu. Ich überreiche dir mal deine erste Blue Box. Ich denke, im gewissen Maße und nach Erfolgen kann man das schon mal, denke ich, auch mal machen. Wirf mal einen Blick rein. Wie sieht das? Gucken? Nee, guck nur. Du musst Exen jetzt aber. Das ist alkoholfrei. Ja, das ist nimm mal Schluck. Extra ein alkoholfrei von unserem Brauereipartner Hackabschor. Vielen Dank. Reingepackt, sehr gerne. Aber alkoholfrei ist eher schwierig. Gerne mitnehmen in die neue Wohnung. Ja, danke. Passend dazu eine Mini-Challenge, eine kleine Bier-Challenge. Weißt du zufällig, wann die älteste Brauerei Deutschlands gebaut wurde? Nein. Ich gebe zwei Zahlen mal vor. 1040 oder 1298? 98, sage ich. Okay, nee. Früher wirklich noch. Im Jahr 1040 nach Christus wurde die Brauerei Weinstephan in Freising, das ist Richtung Flughafen. Ja. Genau, da wurde die gebaut. Okay. Fallen dir neben unserem Partner Hackabschor noch drei weitere Münchner Brauereien ein? Na, Erdinger, denke ich. Das Umland. Ein bisschen Umland. Franziskaner. Ja, genau. Dann das Augustinerbräu wird wahrscheinlich auch von hier sein. Gut. Hat man so getan, als könnte er keine wissen. Er hätte noch 10 gewusst. Also, dass ihr mich hier darstellt, dass ich hier jeden Tag mir ein Bier gönne, das ist jetzt auch nicht so. So soll es natürlich auch nicht rüberkommen, aber das ist ja auch sehr sympathisch. Wir hatten hier auch schon einen Stürmer, der gerne mal die Siege oder die Tore mit Leberkassimmeln und Weißbier gefeiert hat. Genau, wissen alle Löwen, wen ich meine. Welche deutsche Stadt wird als Bierhauptstadt der Welt bezeichnet? Hast du da eine Ahnung? Also es könnte Ingolstadt, Köln, München oder Bamberg sein. Da würde ich fast sagen Bamberg, wa? Richtig, genau. Bamberg ist vom Gefühl her so. Auch so eine sehr historische Stadt, denke ich. Ne? Sehr bekannt für die vielen Brauereien, genau. Welcher Prozess gibt dem Bier seine Kohlensäure? Ist es die Gärung oder ist es die Filtration, die Sättigung oder die Pasteurisierung? Ich würde sagen die Gärung. Du bist quasi eine Frage vor dem Braumeister. Wenn du das Ding jetzt noch knackst, hast du nach der Karriere, kannst du einen Haken hinmachen. Kannst dich hier irgendwo bei Hackabschor vorstellen. Welches ist das meistkonsumierteste Bier in Deutschland? Helles Pilz, Weißbier oder Lager? Gespannt. Ich würde sagen, es ist schon das Pilz noch, oder? Weil das Weißbier hat erst in den letzten Jahren so ein Stück weit, glaube ich, die. Oder haben es die Leute so für sich entdeckt? Deswegen gehe ich einfach vom Pilz aus. Machen wir einen Haken hin. 1a Bewerbungsschreiben für die Brauereien hier in München. Für danach. Hat schon mal einen Plan B. Sind wir alles offen. Okay. Wir haben eine, sage ich mal, kleine Rarität. Es gibt in München so ein Kultgetränk. Das nennt sich
Isamas. Die wollen wir dir mal schnell präsentieren. Ja, die berühmte Isamas. Dir mal ein kleines Exemplar davon überreichen. Riech mal. Du kannst auch gern mal probieren. Es ist alkoholfrei, sage ich gleich dazu. Und Prost, Maurice. Prost. Auf die Löwen. Und dir mal entlocken, was könnte da drin sein? Ist gut. Ist ja alkoholfrei, also nicht. Ja. Also, die Isamas besteht aus, eins finde ich, schmeckt mal ganz deutlich raus. Sprite auf jeden Fall. Ja, genau, Fanta ist drin, genau. Ah, okay, Fanta. Ja, stimmt. Ganz normales Bier halt, ne? Weißbier ist es in dem Fall tatsächlich sogar. Okay. Also Weißbier, Fanta und ein bisschen ein Exot. Blue Curaçao ist auch noch drin. Ah, okay. Das macht die blaue Farbe. Ja. Genau, also du darfst gerne auch die große Masse natürlich noch austrinken, aber alles Gute. Lass dir schmecken. Was soll denn kosten, Jungs? Komm, lass mal. Lass mal riechen jetzt. Ja, ist jetzt kein Renner, denke ich. Kann man trinken. Geht das? Schon mal einen guten Biergeschmack. Stichwort Musikgeschmack habe ich auch gehört. Julian, du bist ja, sagen wir mal, einer speziellen Musikrichtung sehr zugetragen. Läuft das dann auch immer in der Kabine bei euch? Wie ist das? Ich glaube, da ist der ein oder andere Malle-Hit auf der Playlist. Ja, gibt es bestimmt nach dem Sieg am besten, feiert sich, glaube ich, mit Malle am besten. Nee, auch so. Ich glaube, Moritz ist auch da im Boot drin. Also, das hören wir schon mal gerne. Ja. Nee, aber jetzt privat höre ich nicht so oft. Okay. Höchstens zu Hause, wenn ich mich immer noch feiere, wenn wir gewonnen haben oder so, dann vielleicht. Aber sonst wie lange hält der Zustand an? Wie lange feierst du dich? Ach, mal schauen, kommt drauf an, wie wir gespielt haben. Nee, aber ansonsten, sonst so nach dem Sieg oder so, oder wenn man halt dann auf Malle ist, dann ist schon geil. Naja, spätestens nach der Saison, oder? Ist doch, glaube ich, bei allen Mannschaften gefühlt von der Kreisklasse bis zur Bundesliga Brauch, dass man mal für ein paar Tage auf die Sonneninsel fliegt. Vermutlich auch bei euch. Das hoffe ich doch, dass das auch der Brauch ist. Also ja, ich hoffe es auch. Davon gehe ich fest aus, ja. Julian, ja, hast du schon mal vor Zuschauern hier im Grünwalder gespielt? Wie war das bei dir? So, nee, ich glaube nicht. Also doch, mit Freiburg halt letztes Jahr, aber ansonsten eher weniger. Obwohl doch, wir hatten eine Saison mit Halle, glaube ich, da haben wir auch gespielt. Da haben wir, glaube ich, auch rote Karte bekommen, auch verloren. Also ich glaube, ich habe auch. Nein. Nee, ich nicht, aber sind dann halt Unterzahl gewesen. Ich glaube, ich habe auch gefühlt hier noch nie gewonnen. Also ich habe immer verloren, immer hoch verloren. Okay. Außerhalb mit Freiburg letztes Jahr, da war halt nur 1-0, aber auch verloren. Ja, aber ansonsten halt keine gute Statistik gegen 60. Aber rote Karte, gelb-rote Karte hast du ja quasi bei deinem Drittliga-Debüt, glaube ich, damals schon hingelegt, oder? Nach, ja, war ein super nach Spiel. Wirklich? Schmalen 15 Minuten. Nee. Wie hast du das geschafft? Ich, 18 Jahre alt war ich da. Dann, ich glaube, das war mein erstes Spiel von Anfang an. In Wiesbaden und ich habe ja, jetzt, nach 15 Minuten jetzt im Nachhinein kann ich auch drüber lachen, aber in dem Moment halt alle nicht. Können drüber lachen. Ja, es war halt so, ich wollte unbedingt zeigen so, und ich war natürlich voll aufgeregt und wollte natürlich einzeigen, so, dass ich jetzt zu Recht da bin, wo ich bin und habe mir jetzt so viel vorgenommen. Natürlich darfst du, wenn du sowas machst, es geht immer nach hinten los. So, und dann habe ich direkt erstes Kopfballduell, damals gegen Scheffler. Okay. Ich war aber noch keine Ahnung, ich war noch 1,70 groß gefühlt und war noch viel dünner als jetzt und komme eigentlich gleichzeitig wie er und ich krieg gelb, weil er hinfällt, packt mich noch am Hals, kriege ich gelb und nächste Aktion, glaube irgendwie Fehlpass oder so und ich will unbedingt retten und will den Ball wegspitzeln und er spitzelt an mir vorbei und ich drehe ihn voll auf den Fuß. Okay. Zwei Fouls, gelb-rot, tschüss, 15 Minuten. 15 oder 15? 15. So. Wer war der Trainer? Thorsten Ziegner. Der hat sich bestimmt gefreut. Er hat mich noch abgeklatscht und danach hat er mich erstmal spüren lassen die nächsten Wochen. Ja. Also, schöne Erinnerungen an dein Drittliga-Debüt und ans Grünwalder Stadion hier. Genau. Gib doch mal schnell die Blue Box bitte. Also, jetzt bin ich gespannt. An den Julian über. Das ist wie eine Überraschung. Guck mal rein hier. Das hat jetzt zwar nichts mit dem Torjubel zu tun. Ich wusste es, das war so klar. Ich habe vorher gerade zu ihm gesagt, ich wette, ich weiß, was hier drin ist. Ja, also. Der putzt nie Zähne übrigens. Das ist eine absolute Lüge. Putzt immer seine Zähne. Okay, also erklär mal warum. Weil du nie Zähne putzt? Oder nee, wie Moritz halt, sagt? Oder? Nein, weil ich sitze in meiner Kabine mit der Zahnbürste, wahrscheinlich so als einziger in der Kabine. So einfach, das habe ich in Freiburg auch gemacht. So einfach, wenn ich putze früh Zähne, wenn ich aufstehe und dann trinke ich danach Kaffee. Und wenn ich dann diesen Kaffeegeruch oder Geschmack im Mund habe, das ist für mich so eklig. Deswegen sitze ich dann in der Kabine und putze halt da mal Zähne und muss mir immer Sprüche anhören, dass ich halt nie putzen würde und erst da anfange zu putzen. Aber es ist eigentlich nur, dass ich mich halt nicht so eklig fühle. Aber. Ja. Joel, wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche besonderen Rituale oder so? Eigentlich nicht. Nicht? Nicht.
Das Einzige, was ich mache vor dem Spiel, ist ein Gebet. Mhm. Und dann gehe ich auf Platz aufwärmen und dann einfach so weiter spielen. So kein Ritual eigentlich. Wenn du Tore schießt, haben wir ja schon oft gesehen, kurz der Blick in den Himmel. Ist das dann das Dankeschön? Ist ein Dankeschön, weil ich bin sehr gläubig und ich danke, dass Gott mir diese Gift gegeben hat. Und auch die Power und die Kraft, um Tore zu schießen und zu machen, was ich jeden Tag mache. Aktuell bist du ja leider verletzt. Macht man da auch mal ein Gebet einfach, um zu sagen, ich will wieder fit werden? Ja, oder? Auf jeden Fall. Also jeder Tag für mich ist eigentlich, dass ich mit Gott beschäftigt bin. Für mich ist das eigentlich jeden Tag eine Arbeit. Wenn du dich nicht mit der Bibel und mit Glauben beschäftigst, hast du noch irgendwie ein Hobby? Du hast einen sehr prominenten Freund, Fußballspieler, Romelu Lukaku. Ja, ja, genau. Genau, Romelu ist ein Freund von mir. Er hilft mir viel mit Tipps. Manchmal schicke ich meine Bilder nach ihm und dann schaut er das an, sagt er, was ich verbessern kann oder vielleicht anderes machen kann. Und nochmal zu zocken, oder? Ihr zockt. Wir zocken auch. Er liebt FIFA. FIFA, so er zockt viel. Wir haben auch eine Gruppe. Okay. Und erst am Essen, wer dann schreibt, wie spät wir online sein müssen und dass heute wieder gezockt wird. Was alle Löwen natürlich, auch wenn du leider zurzeit nicht auf dem Platz stehen kannst, was uns natürlich auffällt, ist deine starke Physis vor dem im Sturm, wie du da auch die Bälle festmachst. Da dachten wir, hast du vielleicht ein paar Fitness-Tipps für uns und kannst du vielleicht mal uns ein bisschen hier die Muckis stellen oder den Löwenfans ein, zwei Übungen zeigen, damit man hier schön die Plauze wegkriegt und die Bikini-Figur bekommt. Gib dir auf jeden Fall mal deine Blue Box. Und ja, genau. Es sollen zwei kleine Hanteln sein. Bist du ein Typ der sehr viel Fitness macht? Oder ist es angeboren? Früher habe ich sehr viel Fitness gemacht. Jetzt ist es so, wenn ich zu viel trainiere, wird es sehr groß. So, ich muss gut schauen, was ich mache und wie viel ich mache. Bisschen Bauch, bisschen Stabi, manchmal Oberkörper trainieren. Ja, wie das ausschaut, das wollen wir uns ganz kurz anschauen. Such dir einen von den zwei Jungs aus. Du bist natürlich Fitnesstrainer, bist ja verletzt, musst natürlich nichts vormachen. Aber jetzt kannst du natürlich einen ein bisschen foppen. Gerne gut auch. Okay. Dass er mein Trainer ist, ne? Ja. Der habe ich noch nie im Kraftraum gesehen. Ja, dann würde ich sagen, ist es soweit. Die Fitness-Challenge und ich übergebe an unseren Coach Joel. Und hau doch mal einen raus, dass die Löwenfans und vor allen Dingen Julian fit werden. Willst du ein richtig geiles, richtig guter Fitness-Party? Dann zeige ich dir, was du machen musst für nächste Sommer mit meinem Freund Gutau. Okay, sieht gut aus. Gut. Ja. Arsch nach hinten. Drücke gerade, genau. Gewicht vor dem Brust. Oh, warte. Wow, mach das sehr gut. Ja. Weiter. Ja, dann müssen wir noch ein paar machen. Ja. Noch ein paar. Joel, wie viel muss er machen, dass er aussieht wie du? Wow, lassen wir anfangen mit 20. Also erst 20? Noch ein bisschen kleine Oberschenkel, so, das muss noch ein bisschen wachsen. Dann vielleicht wäre das ja eher was für dich. Aber ja, okay. Nimmst du lieber. Ja. Vielleicht ist es besser. Ja, ist besser. Und wieder tief gehen, komm. Okay. Genau. Ja, komm, oh. Schön, deine Arme nach hinten. Genau. Ja, liebe Löwen, während Julian hier noch sein Fitnessprogramm fertig absolviert, unter Anweisung von Coach Joel, wollen wir uns schon mal verabschieden. Danke euch, dass ihr hier wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht bei der Blue Box. Wir freuen uns, wenn wir euch alle drei wieder demnächst im Löwendress auf dem Platz sehen und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Danke an euch, Jungs. Macht es gut. Ciao.